Hallo, hallo, herzlich willkommen im neuen Video heute. Es geht um Jenseits, Reinkarnation und die Seele. Mich hat ein E-Mail erreicht mit folgender Fragestellung. Liebe Inge, wie ist es deiner Meinung nach möglich, Jenseitskontakte herzustellen, wenn der Verstorbene schon wieder inkarniert ist? Manche behaupten, dass nur ein Teil der Seele inkarniert und dieser Seelenaspekt für immer in der geistigen Welt ist, wenn der Mensch stirbt. Dann kann es keine Reinkarnation geben, da einfach nur neue Seelenaspekte in einen neuen Körper geschickt werden. Nur manche können sich an ein voriges Leben erinnern, was dafür spricht, dass doch die Seele schon mal als Mensch lebte, also in einem Menschen lebte, würde ich sagen. Wie siehst du das? Ich bin sehr gespannt, wie dieser Prozess vor sich geht. Okay, von sich geht. Also, nein, ich brauche das nochmal zum Nachschauen, dass ich nichts vergesse zu beantworten. Also, ich teile meine Sichtweise, wie in dem E-Mail auch schon erfragt, denn es gibt hier sicher ganz, ganz viele verschiedene Sichtweisen. Wie ist es deiner Meinung nach möglich, Jenseitskontakte herzustellen, wenn der Verstorbene schon wieder inkarniert ist? Das ist aus meiner Sicht überhaupt kein Widerspruch, sondern ich glaube, dass es sogar sehr, sehr oft oder vielleicht sogar meistens so stattfindet bei Jenseitskontakten, dass man die Seele eines Verstorbenen channelt, während es schon wieder eine Wiedergeburt gab, während die Seele schon wieder in einem neuen Körper inkarniert ist und in einem neuen Leben ist. Warum ist das für mich kein Widerspruch? Weil ich gelernt habe über viele, viele Jahre, dass unser menschliches Denken, unsere Struktur von entweder oder, hier oder da, dort oder da, das ist einfach sehr menschlich, sehr eingeschränkt, sehr eingegrenzt und so ist die geistige Welt nicht. So ist die himmlische Welt nicht. Da kann vieles parallel sein. Erzengel Michael kann an 1 Million Orten gleichzeitig sein und mehr. Das ist nicht erst entweder da oder da. Deswegen können wir eine Seele channeln, ob sie jetzt in ihrer Pause ist zwischen Leben oder ob sie schon wieder in einem neuen Körper ist. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Das ist nur in unserer Vorstellung so, wenn wir so auf die Erde schauen, mit das kann ich berühren, das kann ich sehen, das nicht. Wenn wir so in diesem sehr eingeschränkten menschlichen Denken bleiben, ist es unlogisch. Wenn wir aus dem aber aussteigen, ist es überhaupt nicht unlogisch. Ne? Wir wissen auch, wir können mehrere Menschen gleichzeitig lieben, egal ob das jetzt Männer, Frauen, Kinder, Großeltern sind, Kollegen, Nachbarn, ja, das ist überhaupt kein Problem, aber in manchen Dingen denken wir, es muss so oder so sein. Das ist nicht die geistige Welt. Da ist sehr vieles parallel möglich, ineinander fließend möglich, gleichzeitig möglich, Zeit und Raum sind völlig anders bzw. kaum existent im Vergleich zu unserem Leben auf der Erde bzw. dazu, wie wir als Mensch uns entschieden haben, eine Struktur zu erschaffen und Regeln zu erschaffen und ihnen entsprechend zu leben. Manche behaupten, dass nur ein Teil der Seele inkarniert und dieser Seelenaspekt für immer in der geistigen Welt ist, wenn der Mensch stirbt. Das ist nicht meine Sichtweise, sondern ich sehe es so, es ist schon, ne? Also da sind Überschneidungen jetzt, ihr werdet es gleich sehen. Also aus meiner Sicht ist es nicht so, dass die Seele jetzt einmal sozusagen im Himmel ist oder im Jenseits ist, in den himmlischen Welten ist und dann kommt sie in den Menschen und dann kommt sie wieder zurück und dann kommt sie in den nächsten Menschen. So sehe ich es nicht. Ich sehe, dass die Seele als Ganzes unfassbar groß ist. Unfassbar groß, wunderschön, sehr facettenreich. Und sie schickt einen Teil von sich, da ist die Überschneidung, einen Seelenaspekt, in den nächsten Menschen, der gerade geboren wird. Und da ist zwar nur ein Seelenaspekt drinnen, aber es ist immer die Verbindung zur ganzen großen Seele. Die große Seele, die unsere Heimat sozusagen, die große Seele kann gleichzeitig verschiedene Seelenaspekte, damit verschiedene Leben auf der Erde haben. Und ich glaube, da gibt es ja auch den Zusammenhang zu Dualseelen, Seelenpartnerschaft und so weiter. Ja, wenn man sich so wiedererkennt, dann kann sein, dass man aus der gleichen Seele kommt. Die Aspekte aus der gleichen Seele. Das heißt, es können aus meiner Sicht
viele Menschen gleichzeitig leben mit Seelenaspekten aus einer Seele. Wenn dieser Mensch stirbt, kommt der Seelenaspekt zurück und all die Lernerfahrungen, der Wachstum an Bewusstsein, an Entwicklung und so weiter bereichert die ganze Seele und aus dem Ganzen schöpfen alle, die in Zukunft inkarniert werden, wieder, weil die Seele ja als Ganzes gewachsen ist. Ja, nicht nur dieser eine Aspekt. Das heißt, sie kehrt zurück ins Ganze und dann kann wieder ein Aspekt auf die Erde kommen. Das heißt, wenn wir Jenseitskontakte herstellen, ist das alles überhaupt kein Widerspruch, weil ja eh immer alles gleichzeitig da ist. Das habe ich im Laufe der Jahre sehr deutlich gelernt von meinem geistigen Team. So. Das heißt, damit ist auch Reinkarnation sehr gut, sehr easy möglich. Also ich bin definitiv überzeugt davon, dass es Reinkarnation gibt. Also nicht nur einfach ein neuer Seelenaspekt und der bleibt dann von immer oben, für immer im Himmel. Ne? Also es ist ein Hin und Her, aber nicht mit den gleichen Seelenaspekten unbedingt. Ja? Und die Bereicherung findet in der großen Seele statt und dann gibt es die neue Inkarnation. Nur manche können sich an ein vorheriges Leben erinnern, was dafür spricht, dass doch die Seele schon mal als Mensch lebte. Ja, wir können uns an, also viele von uns können sich nicht erinnern an frühere Leben, was nicht heißt, dass diese nicht stattgefunden haben, was nicht heißt, dass es das nicht gab. Also nochmal zusammenfassend, es ist gut, wenn wir aussteigen aus diesem engen, starren menschlichen Denken. Es kann nur so sein, es kann nur so sein, es kann nur so sein. Wenn man den medialen Weg geht, lernt man das auch. Also ich habe es relativ schnell gelernt, dass sehr, sehr viel mehr existiert und möglich ist, als ich es als Mensch gelernt habe oder als ich es als Mensch gewohnt war oder als ich es als Mensch vorgelebt bekommen habe, was von mir erwartet wird, woran ich mich halte, wie ich lebe, wie ich Entscheidungen treffe. Also diese Konstrukte, die Regeln, die Systeme, die Strukturen. Sehr, sehr vieles davon, wenn nicht nichts davon, sehr, sehr vieles davon, wenn nicht alles davon, existiert in den geistigen Welten nicht mehr. Die brauchen keine Namen, um einander zu erkennen, wie wir in Wahrheit auch nicht. Ja, sie brauchen kein du stehst über mir, unter mir, weil jeder einzigartig ist, so wie es bei uns eigentlich auch ist. Das heißt, wir können sehr viel schon nachvollziehen, wenn wir bereit sind, so unter die Oberfläche zu schauen oder nochmal wirklich in uns reinzufühlen und zu schauen, ist es denn wirklich so? Ist es wirklich so oder kann ich... brauche ich eigentlich gar keinen Namen, um bei diesem Thema zu bleiben, weil ich weiß, wie jeder aussieht, wie jeder ist, weil ich die Energie erkenne, weil ich die Stimme erkenne, weil ich die emotionale Verbindung, die Herzensverbindung zu jedem Menschen anders aufgebaut habe. Und muss es ein Du bist besser als ich geben oder kann nicht jeder in seiner Einzigartigkeit und in seiner Eigenart sein? Was ein Riesenthema ist in der Medialität für alle, die Medialität lernen wollen, denn wer will denn beurteilen, wer besser oder schlechter ist? Der eine kann das besser und zwar auf diese Art und der andere kann was anderes besser und zwar auf seine Art und alles ist wertvoll und bereichert unsere Welt. Und jeder kann von da aus, wo er oder sie steht, besser werden. Und um das geht es auch in meiner Ausbildung. Es geht nicht darum, wo stehst du und wie gut bist du oder wie schlecht bist du, sondern es geht darum, da wo du stehst, kannst du was draus machen. Da wo du jetzt bist, das kannst du vertiefen, verstärken, verbessern, wie du möchtest, auf welche Weise, wie du möchtest, wie intensiv, wie du möchtest. Kannst du Neues hinzunehmen, selbstverständlich. Ja, das ist meine Antwort auf diese Jenseitsseele-Reinkarnation-Frage. Ich hoffe, sie ist vollständig beantwortet. Sonst gerne noch Fragen oder auch gerne Ergänzungen und eigene Meinungen in die Kommentare schreiben. Ich freue mich schon unfassbar auf die nächste gemeinsame Zeit mit allen, die sich für die Ausbildung zum Medium jetzt angemeldet haben. Die nächsten 3 Monate gehen wir gemeinsam. Das wird super, super schön, super besonders und ich freue mich sonst, wenn wir uns in den nächsten YouTube-Videos vielleicht wieder sehen, beziehungsweise du mich und unsere Wege sich da oder dort wieder kreuzen. Hab eine wundervolle Zeit und bis bald.